Herzlichen Dank, Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci d'être venu, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist immer wieder eine Freude, hier in Luxemburg zu sein, im Herzen von Europa. Ich bin in diese deutsch-französische Thematik reingefallen wie Obelix in den Zaubertrank als kleines Kind. Meine Mutter ist Deutsche, meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Deutscher. Und so wechsle ich immer die Identitäten. Wenn ich in Frankreich bin, bin ich immer der Deutsche. Und wenn der Atlantik, wo wir Ferien machen, sehr kalt ist, dann sagen alle, das bist du doch gewohnt, so kalt wie es in Deutschland ist. Und wenn ich in Deutschland bin und gerade in Hamburg, bin ich natürlich immer der Franzose. Und so haben wir wechselnde Identitäten. Und das ist auch ein bisschen ein schönes Leitmotiv, die europäischen Identitäten, die nationalen Identitäten. Und davon handelt ja auch das aktuelle Buch von Ulrich Wickert, Identifiziert euch, sehr, sehr spannend. Und was wenige wissen, was Ulrich Wickert ja auch ein bisschen zum Experten macht für das Thema Identität, ist, dass er in Tokio geboren wurde. In Tokio, wie bildet sich da die Identität heraus? Als Kind schon japanisch und europäisch oder wie waren diese Anfänge deiner Identität? Als ich nach Deutschland kam, war ich 4,5 Jahre, habe einen etwas älteren Bruder und wir hatten in einem kleinen Dorf am Fuße des Fuji gelebt, wunderbar. Und dann kamen wir, das war 47, 48, also in das Deutschland, wo man dann nur suchte, wo kommt man unter. Und man kam unter bei einer Tante im Sauerland. Und im Sauerland waren wir für die Kinder die Japaner. Warum? Die Japaner haben höhere Stimmlage. Wir hatten also eine höhere Stimmlage. Und wir spielten Spiele, die etwas irritierten, weil die hatten mit Tigern zu tun und mit Bären zu tun. Und das wussten die gar nicht, was das ist. Also da war ich dann erstmal der Japaner. Wurde dann aber irgendwann dann doch zum Deutschen. Und dann ging ich im Alter von 13 nach Paris, weil mein Vater dort an der damaligen NATO-Botschaft arbeitete und ging in eine französische Schule, weil es auch keine deutsche Schule gab. Und musste dann nach 3 Jahren nach Deutschland, um das Abitur zu machen, weil in Deutschland ein französisches Abitur nicht anerkannt wurde. Das sind eben diese. Das ist heute ja Gott sei Dank alles anders. Da war ich dann für diejenigen der Franzose, weil ich im französischen Unterricht keine Probleme hatte. Dann bin ich zum Studium nach Bonn gegangen und hatte dann das große Glück, ein Stipendium zu bekommen. Ich weiß nicht warum, aber das ist ja auch egal. Es kann also keine wissenschaftliche Leistung gewesen sein, weil ich mich im ersten Semester beworben habe, im dritten dann das Stipendium nach Amerika antrat. Da war ich dann für die Amerikaner wieder der Deutsche. Dann kam ich aber zurück, da war ich für die Deutschen wieder der Amerikaner. Ich hatte also lauter Identitätswechsel, aber ich machte mir auch gar keine Gedanken über meine Identität, sondern wenn mich jemand fragte, was bist du, sage ich meistens, bin Zigeuner. Und die Frage der Identität stellte sich mir erst, naja, ich würde so sagen, mit 19, 20, 21, wenn man anfängt, auch mit der Thematik des Deutschseins konfrontiert zu werden. Und wenn man mich mit 20 fragte, bist du Deutscher, dann sagte ich eigentlich, steht bei mir im Pass. War also schon eine Distanzierung vom Deutschsein, was natürlich mit der Geschichte des Dritten Reichs, der Gaskammern, der Vernichtung von Millionen von Menschen, Vernichtung der Juden zu tun hatte, das möchte man ja in seiner Geschichte, in seiner Identität nicht drinnen haben. Aber wenn ich sagte, in meinem Pass steht Deutscher, dann sagt meine französischen Freunde, na, dann bist du Deutscher. So, jetzt musste ich damit leben. Das war aber auch für mich erstmal kein Problem, weil ich mich natürlich trotzdem irgendwo versuchte, auseinanderzusetzen mit der deutschen Vergangenheit. An den Universitäten damals, dann guckten wir nach, welche Professoren hatten Nazi-Vergangenheit und nicht. Und damals gab es unglaublich viele Professoren ja mit Nazi-Vergangenheit. Also wir haben an der Universität Bonn, wo ich studiert habe, da bekamen wir einen Rektor, dem wurde von
Walter Böhlich, dem Literaten und großen Lektor vom Fischer Verlag, in der Zeit vorgeworfen, der hätte eben einen, wie wir mal sagen, Nazi-Ideologie vertreten im Dritten Reich. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir diskutieren. Die Diskussion wurde natürlich unterbunden. Und dann sagten wir, da müssen wir noch mehr gucken und fanden dann einen, den Leiter des Instituts für Luftfahrtmedizin, der hatte bei Mengele im Dritten Reich in den KZs Menschenversuche mitgemacht. Mhm. Der Mann war auch in Nürnberg angeklagt worden und war da irgendwie rausgekommen und war jetzt der Leiter des Luftfahrtmedizinischen Instituts. Mhm. Und dann sagt man sich, wenn solche schrecklichen Menschen plötzlich wieder in den Institutionen sind, dann muss man was machen. Natürlich haben wir da Ausflug gemacht. Das prägt natürlich die eigene Identität dann auch. Aber ich habe gelernt, von der Identität her bin ich ein Deutscher, das habe ich auch durch die Sprache gelernt. Ich war, als ich in Amerika studierte und dann eine amerikanische Freundin hatte und dort die Frage steht, ah, willst du noch ein Jahr bleiben und so. Und dann stellt man sich die Frage, kannst du ganz bleiben? Und dann war für mich klar, nein, ich bin... Meine Heimat ist die Sprache. Ich wusste nicht, was ich vom Beruf machen würde oder wollte, aber mir war schon klar, die Sprache ist das, wird mein Handwerkszeug sein. Und dann bin ich ja auch durch absoluten Zufall Journalist geworden. Und als Journalist habe ich natürlich ganz häufig, ob das nun in Paris war oder in New York war, wo ich auf Posten war, Leute getroffen, die Opfer des Nazi-Regimes gewesen sind. Aber sie haben mich als ein Mensch akzeptiert, der aus Zufall Deutscher ist. Und deswegen ist für mich der Satz von Montesquieu so wichtig, der sagt, ich bin aus Notwendigkeit Mensch, aus Zufall Franzose. Und ich bin aus Notwendigkeit Mensch, aus Zufall Franzose. Deswegen muss man als Mensch erstmal beurteilt werden. Und die Notwendigkeit ist das Absolute, das Menschsein ist das Absolute und das die nationale Identität ist das Relative, ist das Zufällige. Und ich erinnere mich, dass prägend auch gewesen ist für meine Auseinandersetzung mit der Identität, für mich zum Beispiel die Berichterstattung vom Barbie-Prozess in Lyon gewesen ist. Barbie war ein SS-Mann, der in Lyon gefürchterlich gewütet hat, Menschen foltern ließ und viele Leute umgebracht hat oder umbringen ließ oder in die KZ schicken ließ. Und der, gegen den wurde 1985 in Lyon der Prozess gemacht, weil er von den Glasfeld entdeckt worden war in Südamerika. Und da ich eine Reihe der Anwälte kannte, die die Nebenkläger vertraten. Roland Dumas war damals auch als Anwalt dabei. Und der brachte mich mit einer Frau zusammen, die Nebenklägerin war, vielleicht 80 Jahre alt etwa. Und die sagte zu mir, Sie sind der erste Deutsche, mit dem ich seit 40 Jahren spreche. Und dann erzählte sie mir ihre Geschichte. Der Mann war Bäcker gewesen, jüdischer Bäcker in Paris. Als die Besatzung kam, sind sie nach Lyon geflohen. Der Mann war im Widerstand, ist ziemlich bald umgebracht worden von den Leuten von Barbie. Und sie hatte 4 Kinder, 3 Mädchen und ein Baby, ein Junge. Die 3 Mädchen hat sie in das Kinderheim von Isieux gebracht. Das war ein verstecktes Kinderheim, jüdisches Kinderheim in den Alpen. Das hat die SS gefunden und Barbie hat die Kinder mitsamt Betreuung nach Auschwitz gleich in die Gaskammern geschickt. Und jetzt sitzt die Frau war untergetaucht mit dem Baby, das war ein Junge. Und jetzt sitzt die vor mir und begleitet von einem etwa 40-jährigen jungen Mann, das ist der Sohn, der damals Baby war. Und sie erzählt das alles relativ nüchtern und dann fängt sie an zu weinen und sagt, ich habe doch nie jemand was getan. Und das macht mit ihnen dann auch etwas aus. Und sie hat mir keine Vorwürfe gemacht, aber natürlich hat man ja dann auch gewisse Empathien. Aber was wichtig für mich gewesen ist und zum Akzeptieren meiner Rolle als Mensch, als Deutscher war, ich werde nicht verantwortlich gemacht. Mhm.
Was aber dann zu einem führt, dass man sagt, welche Rolle habe ich als jemand mit einer deutschen Identität? Welche Verantwortung habe ich in der Welt? Hm. Habe ich andere Verantwortung als ein Franzose oder als ein Engländer oder ein Belgier oder ein Luxemburger? Und fand deswegen sehr interessant, als es in Deutschland die Debatte gab, die politische Debatte gab, soll Deutschland im Bürgerkrieg von Jugoslawien, sozusagen im Bosnienkrieg, mitmachen oder nicht. Das heißt, zum ersten Mal einen Kriegseinsatz mitmachen. Und das war eine ganz heftige Debatte im Bundestag auch und war eine ganz schwierige Situation ja auch von den Grünen, weil der damalige dann gerade Außenminister gewordene Joschka Fischer dafür plädierte und damals die Argumentation war, nie wieder Auschwitz. Das heißt, wir müssen uns einsetzen überall dort, wo Völkermord droht. Und das ist natürlich eine Folge dessen, dass man eine deutsche Identität entwickelt. Ja, das sind die beiden oft widerstreitenden Lektionen. In Deutschland aus dem Zweiten Weltkrieg nie wieder Krieg, sehr stark, auch bis heute, ne, und nie wieder Auschwitz für Humanitäre. In Frankreich ist es ja mit der Identität, es hat ja ganz andere Bezüge und eine ganz andere Geschichte. Dennoch ist es nach wie vor ja sehr aktuell. Es war ja noch bei der letzten Präsidentschaftswahl, der Macron-Wahl, gab es ja einen kleinen Historikerstreit, als um Patrick Boucheron so ein Lexikon, Weltlexikon Frankreichs, der französischen Geschichte auf den Markt gebracht wurde, wo gesagt wurde, was sind alles die Einflüsse, die da reingespielt haben in die französische Geschichte, auch insbesondere die Rolle von Afrika bei der Unterstützung von de Gaulle. Na, ganz wichtige Themen. Und ein eher konservativer Historiker meinte, Frankreich hat diesen ja offenkundig absurden Satz gesagt, Frankreich war in London. Frankreich war nicht in Frankreich, sondern Frankreich war in London. Also der symbolische Gehalt, der moralische Gehalt, die ganzen Werte, die hat de Gaulle mitgenommen im Gepäck. Aber natürlich ist es heute historisch interessant, es ist ja auch unbestritten, aber es ist historisch interessant zu schauen, was war denn noch die Realität, der Alltag der Franzosen. Und da tut sich Frankreich ja sehr schwer, weil es dieses hohe Ideal gibt der Resistance, die ja faktisch, auch, wenn man es heute liest, wo Zeitzeugen auch Befreiter sprechen oder man das studieren kann, das war ja oft auch der reine Selbstmord. Das war der reine Selbstmord. In den Memoiren von Claude Lanzmann, der patagonische Hase, schildert er, wie er in der Resistance war mit 15, 16, auch als Jude natürlich untergetaucht und so weiter. Und die bekommen zum ersten Mal so ein schweres Maschinengewehr geliefert von den Engländern und planen damit so eine Attacke auf eine Gruppe von deutschen Soldaten. Und die waren unten, die Wehrmachtssoldaten im Tal und laufen da rum und Lanzmann und sein Kumpel eröffnen einfach so das Feuer. Und dann hat er gemacht, und das hat denen gar nichts gemacht. Sozusagen, das waren so Profisoldaten, die waren schon so lange im Krieg, so ein Beschuss, das hat, die sind dann den Hang einfach hochgekommen, um die einfach festzunehmen. Die mussten dann um ihr Leben rennen. Das, allein dieser Einsatz von so einer Waffe, wenn man eben keine professionelle Armee hinter sich hat, war lebensgefährlich. Und es sind ja auch sehr viele, sehr früh, haben das ja auch mit dem Leben bezahlt. Und diese Schwelle war so groß. Und dann zu sagen, war man dabei? Ja, der Opa war in der Resistance, ja, wir kennen einen, der in der Resistance war, aber dass das auch eine unheimliche Heldentat war und natürlich sich darunter das Leben abgespielt hat. Und das sind so Fragen, die ich unheimlich interessant finde persönlich, aber es tut sich, da lösen sich die Zungen sehr, sehr langsam. Es ist nach wie vor unheimlich schwierig für die Franzosen, über diese Zeit zu sprechen. Ja, ich habe mich dem Thema auch erst langsam genähert. Ich habe mich dem Thema dadurch genähert, dass ich Korrespondent in Paris gewesen bin zu der Zeit, als Fernand Braudels Buch, oder es waren ja drei Bücher, sollten vier Bände werden, aber er starb dann, L'Identité de France gelesen habe. Und ich habe unglaublich viel aus diesem Werk von Fernand Braudel erfahren, gelernt über die französische Großfamilie, das, was dazu geführt hat, dass ich sogar noch eine Dokumentation über die französische Großfamilie, die Rolle der Großfamilie in der französischen Wirklichkeit gedreht habe. Aber das Interessante ist die Definition
von Brodel, was eine Identität ist. Und ich unterschreibe das voll, weil das, was er definiert, ist als Historiker. Und er macht klar, es ist weder rechts noch links. Identität, eine nationale Identität, hat nichts mit einem politischen Bezug zu tun, sondern er beschreibt es, indem er sagt, eine nationale Identität entsteht wie die Ablagerungen in einem Meer, die sich über Jahrhunderte lang übereinander stülpen und dann ein Gebirge formen. Und tatsächlich, nationale Identitäten entstehen über Ewigkeiten. Und man sagt ja in Deutschland zum Beispiel, der 30-jährige Krieg, der wirkt in der deutschen nationalen Identität auch heute noch weiter. Und das ist etwas, was mich fasziniert hat. Und dann erlebe ich ein paar Jahre später, 1993, inzwischen bin ich bei den Tagesthemen in Hamburg und bin eingeladen zum Nationalfeiertag, den 3. Oktober. Und der damalige Bundespräsident Roman Herzog spricht über Identität und er sagt, jeder einzelne Mensch hat seine unverwechselbare Identität, aber mir konnte noch niemand erklären, was eine nationale Identität ist. Das gibt es gar nicht. Jetzt sage ich, jetzt hat der Brodel da 3 Bände drüber geschrieben, über etwas, was es nicht gibt. Ich meine, wenn ein Präsident sowas sagt, dann hat das ja Gewicht. Also habe ich überlegt, einer von beiden muss irren und dann kam ich zu der Überzeugung, der Historiker irrte nicht. Aber das zeigte, dass eben auch Roman Herzog zu den Leuten gehörte, die meinten, das Wort Identität gehört in die Vergangenheit und gehört natürlich in das rechte Denkspektrum. So denkt ja auch Michel Serre zum Beispiel. Michel Serre, der die Angst hat, dass der Le Pen immer von der Identité française spricht. Das heißt, wir sind Gallier und wenn kein Gallier ist, der muss hier raus. So. Und Michel Serre schreibt, es gibt die Carte d'identité. Das ist sozusagen ein offizielles Amtspapier, aber mehr gibt es nicht. Und da wird festgeschrieben, was die Identität einer Person ist, der Name. Und ich selber habe mir selber gesagt, das kann nicht ganz stimmen. Als ich studierte, sagte mir mein älterer Bruder, ich studierte in Bonn, er studierte in Tübingen, sagte, hier gibt es einen protestantischen Theologen, der heißt Ulrich Wickert. Da sage ich, das passt mir gerade sehr gut, weil ich studierte Jura. Und als Jurist sagt man, man muss gewisse Dinge auch mal ausprobieren. Verträge gelten erst, wenn man unterschrieben hat. Und ich bekam vom Bertelsmann-Club immer so Beitrittsformulare. Dann habe ich meine Adresse reingeschrieben und das weggeschickt, aber nicht unterschrieben. Jetzt bekam ich alle paar Monate Bücher geschickt, Schallplatten geschickt. Wenn sie mir gefielen, behielt ich sie. Wenn sie mir nicht gefielen, habe ich sie meinem Großvater zum Geburtstag geschenkt. Aber es dauerte 1,5 Jahre, dann bekam ich Rechnungen vom Anwalt. Die normalen Rechnungen habe ich immer gleich weggeworfen. Aber jetzt kommt also ein Brief vom Anwalt. Und dann habe ich auf den Brief geschrieben, nach Tübingen verzogen. Der Arme. Sehr elegant. Die Geschichte ging deswegen weiter, weil natürlich irgendwann kam dann irgendwas wieder zu mir zurück und dann bekam ich sogar von irgendeinem Gericht was, dann habe ich nur geschrieben, Stellungnahme, ich habe nie was unterschrieben und dann habe ich auch nie was gehört. Ich habe ganz sehr viel später Kontakt gehabt mit dem Theologen, der dann protestantischer Theologe an der Humboldt-Universität war und mir schrieb, er bekäme Schmähbriefe von unzufriedenen Fernsehzuschauern. Da konnte ich ihm aber zurückschreiben, ich bekäme Lobesbriefe aus dem Kloster Taizé wegen meiner Gebete, an die man sich immer noch erinnere. Ja, manchmal ist es ja sehr recht. Aber ich habe dann eben angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch weil ich gemerkt habe, in Deutschland ist das ein Begriff, der auch bis heute ja noch auch immer wieder in Frage gestellt wird, jetzt natürlich von der AfD und von den Rechtsradikalen benutzt wird. Es gibt auch aus Frankreich rüber geschwappt eine identitäre Bewegung bei uns. Und ich sage, wir müssen die Begriffe Identität, nationale Identität und den Begriff Heimat
so definieren und klar machen, dass diese Begriffe nicht den Rechtsradikalen gehören. Ja, es gibt so eine Rückkehr zu so einem sehr statischen Identitätsbegriff, der so alles belegt, ne? Der so einen Aspekt der Persönlichkeit nimmt und die Identität so zuschreibt, dass da nichts mehr geht. Alter weißer Mann ist jetzt vielleicht in unserem Fall so eine Bestimmung, die denken so und so, dass so eine Kategorie Boomer ist eine neue. Oder eben auch in der Emanzipationsbewegung sagen, als homosexueller Mann denke ich auch dann so und so. Aber die Menschen haben ja doch sehr viele Schattierungen und das ist ja gerade in der Identität das Spannende, dass ja eigentlich Platz ist für alle Aspekte. Ich schildere, wenn Leute sagen, ja Moment, aber jeder hat doch eine andere Identität, sage ich ja. Also in dem die Deutschen oder eigentlich, wenn man in seinem Volk lebt, merkt man nicht so viel von der Identität. Man merkt es, wenn man rausgeht, wenn man konfrontiert wird. Dann sagen die Deutschen, ja, aber wieso das denn ich bin? Also ein Ostfriese verliebt sich in eine Bayern. Dann ist der Ostfriese, hat dann eine regionale Identität und die Bayern hat eine bayerische Identität. Aber sie sagen, haben keine deutsche Identität. Jetzt fahren die nach Paris, setzen sich ins Bistro und dann kommt der Garçon und sagt, wo kommt ihr denn her? Ich bin eine Bayern, ich bin Ostfriese, ich weiß nicht, wo das ist, aber ihr habt einen deutschen Akzent. Ja, also schon werden sie damit identifiziert. Genauso wie die Person, die mir sagte, 40-jährige alte Frau, vor einem Jahr, ach, mit deutscher Nationalität, bin ich weit drüber weg, ich bin Europäerin. Ja, wenn die in das Bistro fährt und dann fragt der Gaston, wer sind Sie, wo kommen Sie her? Ich bin Europäerin, sagt er, aber Sie haben einen sehr deutschen Akzent. Und deswegen sage ich, die Identität ist eine Zwiebel. Wenn ich ins Geschäft gehe, dann kann ich ganz viele Zwiebeln kaufen. Jede Zwiebel hat eine andere Form. Aber jede Zwiebel hat tausende von kleinen Häuten. Aber sie hat trotzdem die gleiche Form. Also man kann eine Zwiebel ist kein Apfel. Und so sind die Deutschen versehen mit ganz vielen, nicht nur die Deutschen, das ist in jedem Land so, sie sind jedes Land, eine nationale Identität, die man erkennen kann von außen, aber innen sind sie ganz anders. Die Deutschen haben ja nach dem Krieg den Begriff Nation auch abgetan. Habermas war dann immer, wir sind jetzt postnational, hat sich sehr über die deutsche Einheit geärgert, weil die Ostdeutschen machen uns den postnationalen Begriff jetzt wieder kaputt, weil jetzt sind wir wieder eine Nation. Und dann hat Dolph Sternberger, Soziologe, Politikwissenschaftler in Heidelberg, Mitte der 70er Jahre einen Ersatzbegriff gefunden, nämlich der Verfassungspatriotismus. Also wir beziehen alles auf unser wunderbares Grundgesetz, das ja anfängt mit dem Satz, und das ist wirklich ein großer Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Alles richtig. Habermas und Weizsäcker als Präsident haben diesen Begriff sehr verteidigt. Und dann habe ich mich mit Wolfgang Schäuble mal darunter unterhalten, der ja aus Baden kommt. Und dann habe ich gesagt, was sagen Sie eigentlich zu diesem Begriff? Ach, sagt er, ich habe mit meinem Professor in Freiburg mal darüber diskutiert. Der war Vertreter dieses Begriffs Verfassungspatriotismus. Und dann habe ich dem gesagt, gut, wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, wofür sind Sie? Deutschland oder Frankreich? Das ist eine blöde Frage. Ich sage, nein. Wenn Sie nämlich sagen, Sie seien für Deutschland, dann werde ich fragen, hat Frankreich eine schlechtere Verfassung als wir? Geht also nicht. Aber dann sagt er, wenn der KSC, also der Fußballclub von Karlsruhe, Baden, gegen Stuttgart-Württemberg spielt, da bin ich natürlich auf der Seite von Baden, das ist gar keine Frage. Aber wenn die Deutschen gegen die Franzosen spielen, dann bin ich natürlich für die Deutschen. Das heißt, man hat verschiedene Identitäten. Aber warum, und das ist auch das Interessante, warum ist der Badener auf der Seite von Baden beim Fußballspiel gegen die Württemberger? Weil der Napoleon Württemberg zum Königreich mit Sitz Stuttgart gemacht hat und Baden nur zum Großherzogtum. Das hat zu einer Konkurrenz zwischen den beiden geführt. Da sieht man, wie lange Geschichte auch auf eine regionale Identität sich auswirken kann. Napoleon war schuld, ja in Luxemburg ja auch kein unbekanntes Thema. Ich habe nach dem Tod meines Großvaters, der hat in der Nähe von Bordeaux gewohnt, traf ich dann nochmal, er kam zu Besuch, einen alten Freund von meinem Großvater.
Und da kam irgendwie so, und wir plauderten, ich wusste auch nicht so richtig, was ich mir jetzt mit ihm reden soll, und wir sprachen über Wein. Und damals lebte ich in Berlin. Und dann sagte ich, in Berlin ist immer ein bisschen schwer, Wein zu finden, und manchmal trinke ich auch sehr gerne einen Bergerac. Es war klar, dass wir über Rotwein reden, es war klar, dass wir über Rotwein aus dieser Region reden. Ein Bergerac. Bergerac ist ein kleines Anbaugebiet an der Dordogne, vielleicht 50 Kilometer von Bordeaux entfernt. Und da war eine lange Pause. Ja, also ich hab gedacht, was habe ich nur gesagt? Ich hätte sagen können, ich gehe zu Hare Krishna oder ich glaube an die Scientology oder irgendwas. Ja, es war so peinlich. Eine peinliche Stille. Der Mann wusste nicht, wohin gucken soll. Und er hat gesagt, ach ja, du bist eben eine andere Generation. Ich habe gehört, man macht ja jetzt auch Wein in Argentinien und in Australien. Und warum nicht auch in Bergerac? Ja. Also, das ist... Und von Deutschland aus sieht Frankreich ja immer so aus, so wie so ein Block und Paris und der Zentralstaat. Aber wenn man hinschaut, sind es ja noch viel mehr eigene Identitäten, wo die Provinzen auch sich wenig kennen und wenig vermischen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland so ein bisschen der Tourismus unterhalb der Region größer ist als in Frankreich. Deswegen war ja auch diese schöne Komödie Willkommen bei den Stier ein solcher Erfolg, wo der Mann aus dem Süden zum ersten Mal in den Norden muss und viele sich ja überhaupt erst damit mal auseinandergesetzt haben, dass Frankreich ja nicht nur am Mittelmeer liegt und Paris hat, sondern eben auch noch einen großen Norden. Als ich den Film gesehen habe zum ersten Mal, hat mir gleich gut gefallen. Aber da habe ich mir auch Sorgen gemacht, weil ich dachte, das ist ja ein Film, platt gesagt, ganz ohne Araber. Das sind ja nur erstmal weiße Franzosen zu sehen. Und dann dachte ich, das ist jetzt so eine Le Pen-Vision einer schlimmen Zukunft. Und dann habe ich aber studiert und die beiden Hauptdarsteller in der Tat kommen aus Familien, die arabische Wurzeln haben. Insofern ist es schon gar kein Thema mehr. Und der Film ist vielleicht schon etwas weiter, als ich zumindest befürchtet hatte. Aber das ist interessant, denn auf der Suche, wie ich erklären kann, was nationale Identität ist und wie sie sich bildet, bin ich auch auf ein paar Beispiele gestoßen, wo man erklären kann, man muss keine französischen Eltern haben, um Franzose zu werden und eine wirkliche französische Identität. Und man muss keine deutschen Eltern haben, um eine deutsche Identität zu entwickeln. Und ich kann das gerne an zwei Beispielen darstellen. In 1924 oder 25, ich musste 25 geworden sein, weil ich gerade 95 geworden, wird in Frankfurt Alfred Grosser geboren. Vater jüdischer Arzt, Kinderarzt. 33 wird dem schon gesagt, also er könne jetzt nicht mehr unterrichten und könne auch Kinderkrankenhaus nicht mehr leiten. Das fand er alles schrecklich, aber ganz furchtbar fand er, und jetzt hat er gemerkt, ich gehöre nicht mehr dazu, als er, der im Ersten Weltkrieg das erst EK1 bekommen hat, nicht mehr akzeptiert wurde bei dem monatlichen Treffen der EK1-Träger. Und dann ist er im Dezember 1933 nach Frankreich ausgewandert, ist leider sehr kurz danach gestorben, und die Frau hat die Kinder, also das Mädchen und den Jungen, dann auf eine französische Schule gesteckt. Und Alfred Grosser sagt, ich bin dadurch zum Franzosen geworden, durch den Geschichtsunterricht, durch den Sprachunterricht in der französischen Schule, durch die Vermittlung der nationalen Identität. Und wenn ich heute sage, als wir 1914, dann meine ich die französischen Soldaten, und meine Ur-Ur-Urgroßmutter ist Jeanne d'Arc und mein Ur-Urgroßvater ist Napoleon und Goethe ist ein großer, aber ein ausländischer Autor. Und dann fügt er hinzu, und das ist eben das Interessante, er sagt, wenn meine Eltern nach London emigriert wären, dann wären wir nach Golders Green und da wäre ich ein Exiljude geworden. Oder sie wären nach New York gezogen, da wäre ich ein Exiljude geworden. In Frankreich bin ich ein Franzose geworden. Also da sieht man auch, wie ganz wichtig die Frage der Ausbildung ist. Und das Gleiche in Deutschland. Vor einem Jahr erhielt derjenige, der sich ein anatolischer Schwabe nennt, Cem Özdemir, den Dolf-Sternberger-Preis, also den Preis nach dem
der benannt ist nach dem Begriff des Verfassungspatrioten. Und da sagt Cem Özdemir, als er in die deutsche Schule kam, da hat die Lehrerin zu ihm gesagt, gibt es bei euch irgendeine Tageszeitung zu Hause? Nein, gab keine Tageszeitung. Da hat er gesagt, gut, du musst jetzt 14 Tage lang die Tagesschau angucken und du musst Tageszeitung lesen. Dann ist sie mit der ganzen Klasse in eine Gemeinderatssitzung gegangen und dann hat er plötzlich gemerkt, das hat alles mit mir zu tun. Mhm. Und sie war klug, sie hat nämlich den Cem genauso behandelt wie den Hans und die Maria. Und dann hat er beschlossen, ich muss mich engagieren. Er hat mit 16 beantragt, Deutscher zu werden und sagt da, ich identifiziere mich heute mit Deutschland. Deutschland ist meine Heimat. Ich habe eins gemerkt, ich habe Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen ist er in die Politik aktiv gegangen, sagte ich, ganz bewusst steht bei mir die deutsche Fahne heute im Büro im Bundestag, neben der Europafahne. Also einer, der sich ganz klar zu seiner deutschen Identität bekennt. Und ein anderer Deutscher, in Hamburg geboren, ist der sehr erfolgreiche Filmregisseur Fatih Akin, dessen Eltern auch Türken sind, aber er ist schon in Deutschland geboren und sagt, ich bin Deutscher, ich bin Deutsch-Türke oder ich bin Türke, je nach Umstand fühle ich mich so oder so und so, aber ich habe dann gelernt, dass Deutschland meine Heimat ist und ich identifiziere mich mit dem Land, aber, sagt er, ich habe lange Zeit gebraucht, mit dem Problem des Völkermords umzugehen, weil ich gesagt habe, was habe ich damit zu tun? Ich habe meinen eigenen Völkermord, und er meint dann den mit den Armeniern während des Ersten Weltkriegs in der Türkei. Aber dann eines Tages sagt er, nein, natürlich habe ich auch damit zu tun, und daraus resultiert für mich die Verantwortung, dass ich jeden Völkermord, ob er in den Philippinen oder in Ruanda stattfindet, dass ich damit verantwortlich bin, dass ich da versuchen muss, dass ich irgendwas tue. Das finde ich eben ganz interessant. Dessen Eltern haben mit dem Deutschsein überhaupt nichts zu tun, aber er ist, weil er in Deutschland gelebt hat, weil er aufgezogen ist, weil diese Dinge vermittelt worden sind, bekennt er sich ganz klar zu diesen Dingen. Und deswegen halte ich es für eine Katastrophe, dass in Deutschland sowohl der deutsche Unterricht immer weiter zurückgeht, auch inhaltlich. Und noch viel schlimmer ist es, in manchen Bundesländern, wie zum Beispiel in Hamburg, kann man in der Oberstufe Geschichte abwählen. Ich halte das für eine Bildungskatastrophe. Denn gerade in dem Augenblick, in dem wir eine Entwicklung haben, die zur AfD führt, die zu einem starken Anwachsen von rechtsradikalem Denken führt, muss man da doch etwas tun. Und da kommt eine ganz interessante Sache. Im Lande Sachsen hat man Anfang der 2000er Jahre in der Oberstufe Geschichte abgeschafft. Und dann nahmen die Stimmen bei Wahlen bei der NPD zu. Und dann hat man das analysiert und hat gesagt, das ist eine Frage der Bildung. Je weniger Bildung, desto mehr Stimmung für die Rechtsradikalen. Und dann hat man den Geschichtsunterricht wieder eingeführt, weil man gesagt hat, man muss da etwas dagegen machen. Und ich bin der Meinung, man muss viel mehr Geschichtsunterricht bei uns machen, um eben diese Werte, die damit zusammenhängen, zu vermitteln. Natürlich. Nicht allein über, kann man ruhig applaudieren. Nicht allein die Verbrechen im letzten Schritt, sondern natürlich schon vorher in der deutschen Geschichte, aber auch was es an guten Bewegungen gab, die 48er-Revolution und so, ne, an Leuten, die eben nicht gesiegt haben, aber dennoch lohnt sich das und kann man auch wirklich inspiriert davon werden, was die gemacht haben. Aber vielleicht sollten wir einen Moment nochmal auf die aktuelle politische Situation gucken, weil wir wollten ja auch über Europa reden und wird ja auch in dem Buch angesprochen. Jetzt hat ja Macron, wurde ja gewählt mit einem sehr stark europaemphatischen, deutschfreundlichen und so weiter Programm. Aber die Antwort aus Berlin, auf die warten wir auch noch, oder? Ja, die gab es nicht. Das heißt, es gab da so irgendetwas Merkwürdiges, Unkontrolliertes von einer Dame, die hier im Nachbarland regiert hat, Frau AKK.
Das ist eigentlich eine peinliche Geschichte. Wobei man eins wissen muss, also, dass es keine Antwort gab, das hat mit dem, mit dem politischen Personal in Deutschland leider zu tun. Wir haben einen Außenminister, auch aus dem Nachbarland, der nicht einer der Stärksten ist, ich will das mal ganz vorsichtig sagen, der hat auf Macron nicht geantwortet. Die Bundeskanzlerin hat auf Macron nicht geantwortet. Und dann hat AKK ein Papier verfasst, von dem sie vielleicht glaubte, das könnte eine Antwort sein. Und da muss man wissen, sie hat dieses Papier auch ins Kanzleramt gegeben. Mhm. Und im Kanzleramt hat man ihr gesagt, vielleicht da ein bisschen weniger, vielleicht da ein bisschen was anderes und so. Sie hat den Ratschlägen aber nicht gefolgt. Sie ist den Ratschlägen aber nicht gefolgt. Und das ist dann schon ziemlich peinlich, wenn sie zum Beispiel einen europäischen Flugzeugträger fordert. Dann frage ich mich, also wer befiehlt über den Einsatz, der französische Präsident oder der Bundestag? Mhm. Nicht? Also der Bundestag, der dann wahrscheinlich sich nicht einigen kann, aber ein Flugzeugträger allein reicht nicht, der muss ja eine ganze Flotte drumherum haben. Genau. Also das ist schon mal Quatsch. Dann noch abenteuerlicher. Die Franzosen sollen den Sitz im Sicherheitsrat Europa abgeben. Also das geht erstens nicht, weil Europa gar keine Souveränität hat. Geht schon mal gar nicht. Das Zweite ist, sie liefert damit Marine Le Pen natürlich wunderbare Argumentation. Die Deutschen wollen den Franzosen alles wegnehmen und der Macron ist ja doch nur der Gehilfe von Frau Merkel. Ich habe mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Washington, Wolfgang Ischinger, gesprochen, der jetzt die Sicherheitskonferenz in München leitet. Und ich sagte, wie siehst du die Geschichte? Denn der war vor langer, langer Zeit auch der Büroleiter mal von Genscher gewesen. Und Genscher hatte angefangen mit der Idee zu kokettieren, Deutschland braucht einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Hat es mir mal erzählt. Er sagte, mir hat der Schäfer Naatze erzählt, wir bräuchten das. Und ich habe dem Dumas das gesagt. Und der Dumas hat gesagt, ich unterstütze euch. Natürlich alles Quatsch. Das hat Genscher sich ausgedacht und hat dann die gegenseitig sozusagen motivieren wollten. Aber das hat nicht geklappt. Und dann hat sein Nachfolger Kinkel das auch versucht. Lief alles nicht so richtig. Als Wolfgang Ischinger dann Botschafter in Washington war, wurde er gebeten, also mit der damaligen Sicherheitsberaterin des Präsidenten zu reden und über dieses Thema. Und dann geht er also hin und dann sagt er im Übrigen, was sie denn davon hielte. Und dann sagt sie, naja gut, also gehen wir mal das alles durch, wie es ist. Also China hat einen Sitz, Amerika hat einen Sitz, Russland hat einen Sitz, Europa hat zwei Sitze. Und jetzt sollte Europa noch einen dritten Sitz bekommen. Wie soll ich das dem Senat erklären? Da hat er gesagt, lassen wir sein. Im Augenblick hat Europa fünf Sitze, nämlich Frankreich, Großbritannien, wer ist dran? Holland, Deutschland und Polen sind also drei nicht sich, also nicht ständige. Aber das heißt, das ist natürlich ein irrsinniges Ungleichgewicht. Also insofern sind solche Ideen natürlich abenteuerlich. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass die Bundesregierung sich nicht hat durchringen können, mit Macron zu gehen. Natürlich muss man nicht alles akzeptieren und gut finden, was der da vorschlägt. Und manche Dinge gehen in Deutschland nicht, die in Frankreich gehen. Aber allein seine Vorstellung, dass er gesagt hat, wir müssen in jedem europäischen Land eine Bürgerdiskussion über Europa führen, was ich für sehr klug halte, denn das ist politische Bildung. Das ist den Leuten klar machen, warum ist Europa, was wollt ihr eigentlich von Europa? Und das ist nicht gemacht worden und das ist sehr bedauerlich, denn ich finde, Macron hat natürlich recht, wenn er sagt, in dieser sich entwickelnden Weltpolitik mit Amerika auf der einen Seite und China auf der anderen Seite muss Europa eine Kraft werden. Und das kann sie nur, wenn sie sich zusammenschließt, wenn sie klar macht nach außen, wir wollen das. Absolut.
Und dazu zählen ja auch andere Kategorien nur als die reine wirtschaftliche Macht. Ich hatte immer, wenn ich Freunde im Studium zu Besuch hatte, die aus Brasilien kamen zum Beispiel, hatte ich gute Freunde. Und was die in Deutschland faszinierte, war jetzt gar nicht, natürlich nicht die Bankentürme und nicht die reichen Menschen oder die dicken Autos, das gibt es ja dort auch, sondern das städtische Freibad. Ja, also das kommunale Freibad, dass alle das gleiche Schwimmbad benutzen im Sommer und das kostet geringen Eintritt und da gibt es keine große Security und es ist arm und reich und dunkle Haut und helle Haut, Männer und Frauen zusammen. Und das sind solche Projekte und zivilen Errungenschaften, die natürlich Europa einzigartig machen. Ich war jetzt über Weihnachten in Indien und da fällt einem noch was ganz anderes auf. Erstmal Trinkwasser aus dem Wasserhahn, aber auch, dass man in Städten sich zu Fuß fortbewegen kann, ohne den Status einer Ratte zu haben, weil jeder versucht, einen umzufahren. So, das hat ja eine ganz alte, die Stadt so als urbaner Raum und Ort des Philosophierens, der Politik und so, das ist so eine ganz eigene europäische Tradition, auf die man sich gut berufen kann, die auch weltweit verstanden wird als was ganz Besonderes. Ja, und das führt aber zu dem, dass wir auch natürlich von einer europäischen Identität sprechen können. Wir können aber nur nicht sagen, wir haben eine europäische Identität und keine deutsche oder sowas mehr sozusagen uns da. Die europäische Identität merken wir nicht, wenn wir in Europa sind. Genau. Aber wenn wir nach Neuseeland fahren, dann sagt der Neuseeländer möglicherweise gleich, du kommst aus Europa, du benimmst dich nicht wie ein Amerikaner. Weil man da schon merkt, dass die Identität auch mit Sitten, mit Art des Umgangs, mit ganz feinen Dingen zu tun haben. Eine Identität besteht ja ganz stark aus Geschichte, ganz besonders stark aus der Sprache, aber sie besteht aus Dingen, von denen wir gar nicht merken, dass sie dazugehören. Günter Grass schreibt in einem seiner biografischen Bücher vom Häuten der Zwiebel diese Szene, wo er dann als, ich behaupte, Kindersoldat, also als 17-Jähriger eingezogen wird bei der Waffen-SS in den letzten Kriegsmonaten und dann zu seiner Kindertruppe kommt, angeführt von einem Erwachsenen. Die müssen im Thüringer Wald den Russen bekämpfen. Und der Erwachsene, der weiß, wie man das macht, und dann sagt er zu den Kindern, kommen die irgendwo vorbei, da gibt es lauter Fahrräder, kommen hier auf die Fahrräder, wir fahren nach vorne. Da sind wir schneller bei Falt. Er sagt, der Grass, ich kann nicht Radfahren. Ja, dann kommst du so nach. So, dummerweise ist die Kindertruppe ganz schnell erschossen. Und der Grass ist nur mit seinem Gewehr im Wald allein. Und dann hat er, was man sehr gut verstehen kann, das hätte man sogar in unserem Alter noch, Todesangst, weil das ist Krieg. Und dann hört er plötzlich jemand durch den Wald kommen. Ist es ein Russe oder was? Und in seiner Todesangst fängt er an zu singen, Hänschen klein. Ja, dieses absolut Babylied, Kinderlied, das kommt bei ihm automatisch raus, aber es identifiziert ihn als einen Deutschen. Ein Russe, wenn da ein Russe gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich gleich mal hingelangt. Es war Gott sei Dank ein deutscher Feldwebel oder sowas, der den Jungen dann mitgenommen hat und so gerettet hat. Ja, aber da sieht man, wie so ganz kleine Dinge auch eine Identität bestimmen. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es erlaubt ist, in dem jeweiligen Land zu sagen, es gibt gewisse Sitten, die machen wir, das sind unsere Sitten, aber es gibt gewisse Sitten, die sind bei euch vielleicht so, aber die wollen wir nicht haben. Beispiel, ich hatte jetzt gerade wieder vor ein paar Tagen, hieß es wieder da irgendwo auf einer Autobahn, ist wieder eine Hochzeitsgesellschaft rumgefahren, haben sie die Autobahn blockiert, in die Luft geschossen und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, das wollen wir nicht. Und da muss man auch sich einsetzen, da muss die Polizei kommen, muss denen die Führerscheine geben, so lange, bis das aufhört, dass Leute sowas machen. Ich finde, das ist nicht rechtsradikal, sondern das ist nur, dass man sagt, es gibt gewisse Sitten, die wollen wir nicht. Die widersprechen unserem Verhalten. Und gefährden andere vor allem. Ja, und da muss man einfach sagen, wir müssen das Recht haben, das auch durchzusetzen. Und da sind wir in Deutschland sehr lange sehr tolerant gewesen. Wir haben die Clan-Kriminalität erlaubt, indem wir nicht gegen sie vorgegangen sind, aus missverstandener Toleranz. Ja, jetzt inzwischen geht man dagegen vor, aber es ist ein bisschen spät. Allerdings.
Ja, wie auch in Frankreich mit dem Islamismus, das war ja auch so ein toter Winkel der Republik. Man sagt, sie sind sowieso laizistisch, jeder kann machen, was er möchte. Und dass man nicht gesehen hat, dass in diesen kirchlichen oder unterkirchlichen Strukturen so eine Art wilder Islam gepredigt wird, der rein politische und gewalttätige Ziele hatte, das kam natürlich auch sehr spät. Ja, und das merkt man ja jetzt. Da gibt es doch gerade ein ganz spannendes Buch, dass es sozusagen in manchen Bereichen schon sozusagen eine eigene Machtstruktur gibt. Auf jeden Fall, ja, aber der, das ist auch natürlich ein starker auswärtiger Einfluss und es hat auch viele politische und diplomatische Implikationen, auch im Stichwort Algerien, Stichwort auch der Golfstaaten, wo Frankreich ja immer dann hin bis zur französischen Afrikapolitik. Das sind so diese Bereiche, wo Frankreich wahnsinnig schwer tut, Licht drauf zu scheinen. Das ist ja eher ein Fall. Ist ja aber auch sehr schwierig. Ist sehr schwierig. Nicht? Für Kriminalinspektorenliteratur. Ja. Ja, deswegen schreibe ich jetzt wieder einen Kriminalfall. Meine Kriminalromane spielen immer in Paris und der Chef, der sozusagen damit die Hauptfigur ist, immer ein Untersuchungsrichter, weil in Frankreich der Untersuchungsrichter natürlich viel mehr Macht hat als einer in Deutschland. Und deswegen kann ich in Deutschland keinen Fall spielen lassen, weil die Deutschen sind auch im Verbrechen Mittelmaß nur. Das stimmt. Auch in der Kategorie des politischen Skandals. Also ja, kann sich schwer vorstellen, dass Angela Merkel nachts auf einem Roller mit einem Leibwächter zu einem Schauspieler fährt und mit dem die Nacht verbringt. Ja, naja, aber jetzt müssen wir mal, wenn wir wirklich mal ernst sind, das ist doch irrsinnig. Also ehemaliger Präsident ist angeklagt. Ist noch nicht angeklagt, aber es wird gegen ihn ermittelt, ob er von Gaddafi Geld bekommen hat. Dessen letzter Innenminister, bei dem findet man 500.000 Euro, hat seine Wohnung finanziert, man weiß nicht wie, da sagt er, ja, ich habe da zwei alte Bilder einem malaysischen Anwalt verkauft. Naja, dass das Geldwäsche war, ist klar. Dass selbst man in dem Erbe von Barr 10 Millionen gefunden hat, wo man sagt, wo kommen die her? Kann jedem passieren. Das kann jedem passieren. Balladur ist ja, glaube ich, auch angeklagt worden. Naja gut, ich meine, das geht ja noch viel weiter. Ich finde immer ganz toll diesen Minister, der keine Steuererklärung abgegeben hat, gesagt hat, ich habe eine Phobie gegen Beamte und Bürokratie. Ja, wer hat die nicht? Als Minister. Sehr gut fand ich bei der Küche von Claude Guéant, dass da auch in der Recherche, die sehr gut war, herausgefunden wurde, dass er seine Küche in der neuen Wohnung, die sehr teuer war, in bar bezahlt hat. Und in 50-Euro-Scheinen. Die Libyer hatten auch ausgesagt, dass das Geld in 50-Euro-Scheinen geflossen ist. Alles Zufall? Ja, ja, aber diese 50-Euro-Scheine, das ist ganz lustig. Es gab doch mal den Fall, wo der Staatsrat untersucht hat, ob die bei der Wahlkampffinanzierung von Balladur alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und damals war der Präsident du Conseil d'État war Roland Dumas. Und der hat dann mit dazu gestimmt, dass er gesagt hat, das ist alles in Ordnung gewesen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, aber weil ich ihn gut kannte, habe ich gefragt, warum haben Sie dazu gestimmt? Er sagte, das Schlimme ist, natürlich beim Balladur, da waren 10 Millionen, die man nicht nachverfolgen konnte. Die waren Bargeld. Und dann hat die Mannschaft von Balladur gesagt, ja, das war vom Verkauf von T-Shirts. Und dann hat man bei der Bank nachgefragt, das waren dann auch 500 Franc-Scheine, die durchnummeriert gewesen waren, die da abgegeben worden waren. Da sagt er, das Schlimme war nur, bei Chirac war das Gleiche der Fall. Der war jetzt zum Präsidenten gewählt worden. Wenn wir jetzt den Balladur sozusagen gesagt hätten, das geht nicht, dann hätten wir das beim Chirac auch machen. Dann hätten wir wahrscheinlich die Präsidentschaftswahl neu wählen müssen, neu machen. Also das sind so Dinge, wo man sagen würde, das ist französische Identität. Französische politische Folklore, aber die Zeiten sind auch vorbei, zum Glück. Wir wollten vielleicht noch die Gelegenheit geben an, wenn Sie einzelne Fragen haben, jetzt keine Co-Referate, aber noch einzelne Fragen, die wir noch. Wie soll das weitergehen? Ein Land wie Frankreich, zweimal pleite mit 2600 Milliarden Schulden und jedes Jahr 200 Milliarden hinzu. Gegenüber Deutschland, die in einem Jahr 2019 3000 Milliarden Turnover gemacht haben, die von 3500 auf 2000
Milliarden runtergekommen sind. In 2, 3, 4 Jahren hat Deutschland keine Schulden mehr und Frankreich 3.000 Milliarden. Wieso das? Naja, da muss man Reformen machen. Da muss man zum Beispiel eine Reform machen, wie sie jetzt angedacht ist. Solche Reformen muss man machen. Also die Politik versucht ja schon etwas. Vielleicht macht es nicht ganz geschickt, aber sie versucht natürlich schon etwas. Aber die Franzosen selbst wollen das nicht, dummerweise. Die Reform. Wissen Sie, ich habe, natürlich fragen mich in Deutschland jetzt immer Leute, sag mal, was, den Franzosen, kannst du mir das mal erklären? Ist das ein ganz neues Phänomen? Und da sage ich, nein. Wenn wir in Tocqueville uns angucken, der hat ja nicht nur über Amerika geschrieben, sondern auch über l'Ancien Régime et la Révolution. Und da steht ein Kernsatz für mich drin. Die Franzosen lieben den Staat, l'État, aber sie hassen die Regierung. Der Staat kümmert sich um uns und unser Wohl, aber die Regierung macht das falsch. Die setzt das falsch um. Und das stimmt, absolut. Ist jetzt wieder der Fall. Und auch ja, die Vorstellung, dass der Staat unfehlbar ist, ewig ist, und das überträgt sich ja auch ins Private, also in das private Unternehmertum. Auch im Privaten, die Arbeitsplätze sollen auch so wie Beamten ausgestattet sein, unkündbar sein und mit sicherer Beförderung. Aber das stimmt, aber Sie haben natürlich recht mit dieser Disparität. Ich würde ja einfach sagen, die Deutschen geben den Franzosen was ab, aber Geld ist ja auch so ein zentraler Wert in Deutschland, auch der deutschen Identität, das wird also schwierig. Ja, aber das ist interessant, weil die Deutschen haben ein protestantisches Verhältnis zu Geld, Max Weber, und die Franzosen haben eben ein katholisches Verhältnis zum Geld. Deswegen schreibt Fernand Braudel in diesem besagten Buch, die Deutschen sind natürlich ein Volk, das durch ihr protestantisches Verhältnis zum Geld und zur Wirtschaft eben den Kapitalismus mittragen. Die Franzosen dagegen haben ein anderes Verhältnis zum Geld, deswegen sind sie Opfer des Kapitalismus, und dann kommt es zu dem, was Sie gerade beklagt haben. Genau. Gibt es noch eine weitere Frage oder Bemerkung? Wie kann dann Europa jetzt ausgeglichen werden? Naja, wenn die Engländer raus sind, wird es besser. Ja. Schon einer Meinung. Die Dame da hinten, ja? Ich kann es gerne wissen, Herr Wittert, wie sehen Sie die luxemburgische Identität? Ja. Also, ich bin heute aus Hamburg gekommen und dann fliegt mein Flugzeug. Und ich gehöre zu den Leuten, die sofort immer die Zeitungen nehmen, die von dem Ort sind, wo ich hinfahre. Ich finde nämlich, man muss immer Lokalzeitungen lesen. Entschuldigen Sie, wenn ich da sage, das sind die Lokalzeitungen gewesen. Und dann nehme ich mir also eine Zeitung und fange an zu lesen, das ist alles auf Deutsch, und plötzlich sehe ich, da ist ein Artikel auf Französisch, und dann sehe ich einen anderen Artikel in ihrer Nationalsprache, die ich nicht spreche und verstand. Aber das gehört natürlich zur luxemburgischen Identität. Von Herzen. Nein, ich kann ja die Sprache nicht. Ich kann ja die Sprache leider gar nicht. Und ich sage ja, die Sprache ist ein elementarer Teil der Identität. Ich bedauere es sehr. Sonst würde ich sofort hierher ziehen. Ich bin guten Mutes. Ich bin deswegen guten Mutes, weil ich die deutsch-französische Entwicklung seit den 50er Jahren mitbekommen habe, als ich als 13-Jähriger mit meinen Eltern hier hingezogen bin und wir im Sommer, wahrscheinlich Sommer 56 in der Normandie Urlaub machten, war am nächsten Tag schon, waren Hakenkreuze schon an das Tor oder Gatter gemalt worden, ist gar keine Frage. Wenn ich das, die Entwicklung bis heute sehe, dann sage ich immer, das ist ein Wunder, was da passiert ist. Also natürlich de Gaulle und Adenauer, die haben ein Zweckbündnis getroffen. Aber das waren zwei Leute, die sich im Kopf gefunden haben. Naja, Pompidou und Brandt, das ging nicht so richtig, war nicht schlimm, weil der Giscard und der Schmidt angefangen haben, sich zu verstehen. Und die haben ja nun sehr vieles, die haben ja auch eine Idee, die aus dem Luxemburg kam, verfolgt. Daraus wurde dann später der Euro. Und Mitterrand und Kohl,
die haben sich auch irgendwo getroffen. Da selbst wenn Mitterrand immer sagte, fragte zu seinem Freund Dumas, red du mal mit dem Genscher, der Kohl hat mir das und das erzählt, check mal, ob das stimmt. Aber so ist das halt. Und dann kam der Chirac und der Schröder hat sich mit dem Chirac erstmal gar nicht verstanden. Das war eine heftige Auseinandersetzung, auch weil Schröder schon im Wahlkampf 98 gesagt hatte, es hört jetzt damit auf, dass die Deutschen immer französische Landwirtschaft finanzieren und so weiter und so fort. Und es gab den großen Streit bei dem EU-Gipfel in Nizza, wo es da die Frage war, wie viele Abgeordnete bekommen die Deutschen, bekommen die mehr als die Franzosen? Und dann hat Chirac gesagt, deswegen haben wir nicht den Krieg gewonnen. Also das waren schon nicht ganz freundliche Auseinandersetzungen. Irgendwann hat, das hat Vedrine, der ehemalige Außenminister von Jospin oder Chirac, mir dann erzählt. Dann hat der Chirac dem Vedrine gefragt, wieso verstehen Sie sich mit diesem grünen Außenminister bei den Deutschen? Ja, hat er gesagt, ich treffe mich mit dem alle 6 Wochen einfach mal so zum Abendessen ohne Tagesordnung und wir verstehen uns sehr gut. Das ist ja etwas, was Giscard eingeführt hat, den sogenannten Blaisheim-Prozess. Chirac, der sehr gerne zur Jagd ging, in Elsass, und da gibt es in Blaisheim, ein Ort, den ich nicht kenne, aber da gab es oder zumindest ein 3-Sterne-Lokal, in das Chirac immer gehen wollte. Und dann hat er gesagt, Cher Helmut, ich lade dich mal zu einer, gehen wir da essen. Und dann kam also Helmut dahin und ganz Blaisheim stand auf der Straße und es wurde Trompeten geblasen. Und dann haben die sich regelmäßig in Blaisheim getroffen. Und dann hat aber auch Schmidt gesagt, komm doch mal in meine kleine Hütte nach Wandsbek. Dann kam Chirac dahin und hat etwas kargeres Essen. Ja. Und hat gesagt, na gut, Hering. So, und jetzt haben Chirac und Schröder angefangen, sowas Ähnliches zu machen. Und ich selber war einmal bei einem Mittagessen dabei, saß neben Bernadette und dann saß da Schröder und gegenüber saß Chirac. Und Schröder hatte mich neben Bernadette gesetzt, weil er gesagt hat, ich kann Deutsch. Das war sehr schön, weil sie zu mir sagte, was machen Sie? Ich habe gesagt, das und das beim Fernsehen machen. Das heißt, kann ich heute Abend in Ihre Sendung kommen? Ich sage, gerne. Ja. Was wollen Sie erzählen? Also diese Reduktion auf 5 Jahre, c'est con. Und dann habe ich gesagt, Monsieur le Président, Ihre Frau möchte heute in die Sendung kommen. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour 6 ans. Man merkte, dass zwischen denen ein sehr freundliches Verhältnis gewesen ist. Chirac hat dann später auch mit der Tochter von Schröder immer telefoniert. Das war richtig was gut. So, und dann kam auf der einen Seite Frau Merkel dran und auf der anderen Seite derjenige, den Frau Merkel immer Louis de Funès nannte. Sarkozy. Und der Brief hatte, also mir hat jemand erzählt, der bei dem Antrittsbesuch von Sarkozy dabei gewesen ist bei der Bundeskanzlerin. Und da ist der Sarkozy hingegangen, hat nur über den Chirac geschimpft und blöde Witze gemacht. Derjenige, der dabei war, hat das alles aufgeschrieben. Und ich hoffe, dass er das demnächst mal veröffentlicht, weil der schreibt jetzt an einem Buch. Und der Sarkozy rief morgens an und hatte nach abends genau die entgegengesetzte Idee. Und die Merkel, die hat irgendwann gemerkt, mit dem kann man umgehen, indem man ihn so ein bisschen lenkt. Und als es diese ganze Auseinandersetzung gab mit den Griechen und den Finanzen, hat sie dann mal zu ihm gesagt, das haben Sie wahrscheinlich gehört, weil Sarkozy das gerne rumtrampetet hat. Sie hat zu ihm mal gesagt, weißt du, ich habe nicht so viel Macht wie du. Oh. Sarkozy zu seinen Mitarbeitern. Sie hat nicht so viel Macht wie ich. Gut, dann kam einer, Monsieur Hollande, gut, über den brauchen wir nicht mehr viel zu reden. Ja. Aber jetzt ist Merkel auch mit dem jetzigen nicht so ganz zufrieden, weil der ihr auch zu viele Ideen hat. Ja, das stört diese Ruhe. Ne? Wobei die Bundeskanzlerin...
Bundeskanzlerin hat ja im Grunde alles abgeräumt, wofür die CDU mal stand, die Atomkraft, die Wehrkraft. Sie hat Europa gerettet, sie hat damit den Euro strapaziert, sie hat dann 1 Million Flüchtlinge ins Land gelassen, wo die CDU immer gesagt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und all diese kleinen Überraschungen für ihr Lager, ich fand es gut, aber für ihr Lager doch kleine Überraschungen, hat sie immer gemacht ohne Ankündigung. Ja, und ohne es mit irgendjemand abzusprechen. Ja, ohne es abzusprechen. Insofern wird sie auch, glaube ich, vor Ende ihrer Amtszeit uns eine kleine solche Überraschung auch noch reservieren, mit Sicherheit. Und es könnte natürlich auch das deutsch-französische Verhältnis eine Verbesserung betreffen. Vielleicht was ganz anderes. Naja, wir haben ja das große Glück, dass Macron eine gute Idee hat, wer jetzt in Brüssel herrschen soll, nämlich eine Deutsche. Ja. War ja eine Idee von Macron. Und ich kann nur hoffen, dass das vielleicht ein bisschen Bewegung bringt in die deutsch-französische Beziehung. Ja, ich bin auch wirklich verblüfft, was Ursula von der Leyen schon alles an Initiativen entwickelt hat. Auch heute wieder zum Weltkrebstag, eine große europäische Initiative für ein Screening und so. Das sind irgendwie, das ist eine Dynamik, die wir aus der deutschen politischen Szene in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Ich war ganz erschrocken. Aber vielleicht gibt es noch eine Frage, bevor wir... Eine letzte. Wir haben alles beantwortet. Sie sollen das in Europa machen. Also, ja. Sie haben recht, so. In Deutschland kann man einen klagen und, hat man, und wenn man verliert, kann man nochmal in Berufung gehen. Dann ist ja, wie furchtbar. Das ist in ganz Europa, also nur in Frankreich, das keine Reicht. Ja, aber wissen Sie, pardon, Monsieur, in Deutschland wird jetzt ein Gesetz gemacht, in dem das auch ein bisschen reduziert wird, weil man in Deutschland gewisse Eisenbahnstrecken auch schneller bauen will. Ja. Also es wird ein bisschen die Klagen wird zurück. Aber es wissen Sie, haben... Kann man viermal klagen, dann geht das Ganze wieder auf den Eurofonds. Das könnte noch mal zweimal klagen. Da sind Sie 15, 20 Jahre dran. Also wir haben noch einiges vor uns. Erstmal möchte ich Ihnen danken. Land. Katastrophe. Kann niemals werden in Europa. Wir besprechen es gleich auch. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und bis zum nächsten Mal. Also, weil es ja dunkel ist, will ich denjenigen, die die Tagesthemen früher geguckt haben, noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht wünschen.